Liebe Freundinnen und Freunde, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, Schwarz-Gelb, das galt einigen ja mal als eine Art politische Wunschehe, als eine Traumkonstellation. Ich sehe hier bei uns viele verblüffte Gesichter, aber es stimmt. Und es ist gerade mal 3 Jahre her. In die Legislatur gestartet sind Schwarz-Gelb mit einem Koalitionsvertrag, der hatte im Titel nur 3 wuchtige Wörter: Wachstum, Bildung, Zusammenhalt. Und wir können heute feststellen, gewachsen. Gewachsen ist die Schere zwischen Arm und Reich in unserem Land, gewachsen ist die Staatsverschuldung, gewachsen ist der Frust über Klientelpolitik à la Mövenpick und Pflegebar, gewachsen ist aber auch die Wut über die Extremismusklausel und über eine üble Asylmissbrauchsrhetorik, während eine rechtsextreme Terrorgang 10 Jahre lang unbescholten unsere türkischstämmigen Nachbarn und Nachbarinnen ermorden konnte. Gewachsen sind die Hermesbürgschaften für Hühnerfabriken in der Ukraine. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, ein Glück, dass wir eine wachstumskritische Partei sind. Bildung. Tja, gebildet wurde eigentlich wenig, höchstens neue Abteilungen in Ministerien, um auch die letzten 3 FDP-Mitglieder noch mit sicheren Jobs zu versorgen. Und zusammengehalten wird der schwarz-gelbe Laden von der nackten Angst vor dem Votum der Wählerinnen und Wähler. Liebe Freundinnen und Freunde, es kommt auf uns Grüne an, diesem würdelosen Treiben ein Ende zu machen. Es kommt auf uns an, diese als Regierung getarnte Gurkentruppe so schnell wie möglich in die Wüste zu schicken. Als Kinder- und familienpolitische Sprecherin habe ich keine andere Chance, als über Christina Schröder zu sprechen. Und ich fange mal so an. 30.000 Unterschriften auf www.nichtmeineministerin.de sind doch mindestens 30 Millionen zu wenig, liebe Freundinnen und Freunde. Diese Regierung hat keinen Plan, wo sie in der Kinder- und Familienpolitik, wo sie in der Gleichstellungspolitik hin will. Kinder rein in die Kitas, Kinder raus aus den Kitas. Mütter rein in die Jobs, Mütter raus aus den Jobs. Weg mit dem Betreuungsgeld, sagt Volker Kauder. Die Ministerin sagt, das Betreuungsgeld bleibt. Gutscheine für Haushaltshilfen fordern die einen und die anderen überlegen doch schon, wie sie die neue Geldleistung nennen sollen, die dann die bekommen, die wiederum diese Putzgutscheine nicht in Anspruch nehmen. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, das ist doch Chaos. Wir werden dieses Chaos beenden. Wir werden das Betreuungsgeld, diese bildungs- und gleichstellungspolitische Katastrophe, sofort wieder abschaffen. Wir machen ernst mit der Priorität für den Kita-Ausbau. Wir haben Christina Schröder im Bundestag immer wieder aufgefordert, endlich eine solide Bedarfserhebung für den U3-Ausbau vorzulegen und auf der Grundlage dann eine faire Finanzierungsvereinbarung mit den Ländern und Kommunen zu machen. Die Ministerin hat den Kopf in den Sand gesteckt. Sie hat 3 Jahre lang es nicht vermocht, dem Finanzminister einen einzigen zusätzlichen Cent für den Kita-Ausbau aus den Rippen zu leiern. Und jetzt, wo die rot-grünen Bundesländer es geschafft haben, über die Fiskalpaktverhandlungen zusätzliche Millionen für den Kita-Ausbau zu erstreiten, da stellt sich diese Ministerin hin und meint, die Bundesländer mit kleinteiligen Vorgaben schikanieren zu können. Ich finde das völlig daneben, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Das schwarze Peterspiel beim Kita-Ausbau muss ein Ende haben. Wir Grüne werden in Regierungsverantwortung ein Sofortprogramm auflegen, insbesondere für Kommunen, die einen Bedarf haben, der höher ist als die ursprünglich angestrebten 35%. Wir Grüne werden uns aber auch nicht verabschieden, wenn der Rechtsanspruch erfüllt ist. Wir übernehmen auch Verantwortung für die Qualität der Angebote. Deshalb werden wir in den Ganztagsausbau investieren und wir werden uns an der Finanzierung eines besseren Personalschlüssels in den Einrichtungen beteiligen, weil wir Grüne wissen, wie wichtig gute Kitas für alle Kinder sind. Als Mitglied im Haushaltsausschuss weiß ich nur zu gut, wie es um den Bundeshaushalt bestellt ist. Und eines ist mir ganz wichtig zu sagen: Keiner anderen Partei wird so viel Glaubwürdigkeit zugeschrieben wie uns Grünen. Und dem sollten wir uns auch weiterhin würdig erweisen. Das heißt, keine Versprechungen machen, von denen wir heute schon wissen, dass wir sie im nächsten Jahr nicht bezahlen können. Das heißt aber auch, klar darüber zu sprechen, dass wir liebgewonnene Subventionen abbauen werden, dass wir Steuererhöhungen brauchen, um wichtige Zukunftsinvestitionen überhaupt finanzieren zu können. Das Ehegattensplitting
Das Ehegattensplitting, liebe Freundinnen und Freunde, gehört endlich in die Geschichtsbücher. Wir brauchen diese Milliarden für den Kita-Ausbau und für eine Kindergrundsicherung, um endlich Schluss zu machen mit dem ungerechten System der Familienförderung in unserem Land, um diese Familienförderung endlich vom Kopf auf die Füße zu stellen. Für uns Grüne ist Familie da, wo Kinder sind und wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen. Wir wollen, dass alle Kinder den gleichen Schutz, die gleiche Unterstützung, die gleiche Förderung seitens des Staates erfahren, unabhängig davon, ob sie bei verheirateten Eltern aufwachsen, ob sie bei ihrem Vater aufwachsen, ob sie bei der Mutter groß werden, ob sie in Regenbogenfamilien oder in Patchworkfamilien aufwachsen. Das deutsche Familienrecht bildet aber diese Pluralität der familiären Beziehungen überhaupt nicht ab. Und da wollen wir Grüne im Interesse der Kinder ran. Wir wollen Patchwork- und Regenbogenfamilien rechtlich besser absichern. Wir wollen soziale Eltern stärken. Das ist ein grünes Alleinstellungsmerkmal. Das wird es nur mit uns Grünen geben. Ich befrage Ministerin Schröder regelmäßig, wie es steht um die Kinderrechte in Deutschland. Und die Ministerin sagt auch regelmäßig, alles in Butter, kein Handlungsbedarf. Liebe Freundinnen und Freunde, wie kann es sein, dass alles in Butter ist, wenn minderjährige unbegleitete Flüchtlinge noch immer in ihren Asylverfahren wie Erwachsene behandelt werden können? Sie können weiterhin in Sammelunterkünften untergebracht werden. Sie haben keinen Anspruch auf eine umfassende Gesundheitsversorgung und auf Leistungen aus der Kinder- und Jugendhilfe. Ich benutze diesen Begriff nicht häufig. Man sollte ihn nicht inflationär benutzen. Aber dieser Zustand ist aus meiner Sicht ein Skandal in unserem Land, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir haben als Grüne einen Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht, um diesen unwürdigen Zustand zu beenden. Und als rot-grüne Bundesregierung werden wir diesen Gesetzentwurf sofort wieder einbringen. Und ich wünsche mir sehr, eine krachende Einbringungsrede für diesen Gesetzentwurf halten zu können. Liebe Freundinnen und Freunde, auch dafür brauche ich eure Unterstützung und ich bitte euch um euer Vertrauen für eine zweite Legislaturperiode. Vielen Dank. Danke, Katja. Es liegen keine Fragen für dich vor. Das bedeutet, dass wir direkt in den Wahlgang einsteigen können. Das Prozedere dürfte euch ja bekannt sein. Ihr könnt mit der 1 euch enthalten, mit der 2 stimmt ihr Nein und für 3 gebt ihr die Stimme für Katja Dörner ab. Der Wahlgang ist eröffnet. Und ich bitte euch, wenn ihr Probleme mit eurem Stimmgerät habt, das deutlich mitzuteilen. Dann schließe ich jetzt den Wahlgang und wir warten auf das Ergebnis. So, wir haben ein Ergebnis vorliegen. Es wurden abgegeben 259 Stimmen. Das Quorum lag daher bei 130 Stimmen. Es gab 9 Enthaltungen, 19 Nein-Stimmen und auf Katja entfielen 231 Stimmen. Das sind 89,19%. Katja, ich bitte dich auf die Bühne und frage dich, nimmst du die Wahl an? Ich nehme die Wahl an und ich freue mich sehr. Wir werden das rocken im nächsten Jahr und wir werden Schwarz-Gelb gemeinsam in die Wüste schicken. Vielen Dank an euch alle. Applaus